Moment mal, das ist doch ein TNT-Duper, oder? Das ist so geil. Es schießt mal dahin. Das ist einfach so geil. Das ist richtig geil unberechenbar. Oh nein, was ist passiert? Was hat LP mit Kev gemacht? Oh nein. Kev. Hallo? Ist es dein Ernst? Ja, was gibt's, mein Lieber? Alter, was machst du hier? Ich baue ein Triebwerk. Ich brauche reelle Sounds. Okay, und bist du sicher, dass das funktioniert? Mhm. Also, ich frage es, was funktioniert? Das, was du da gerade machst. Ich bin Experte in dieser Hinsicht und glaub mir, wenn ich so etwas... Also, das ist der Anfang, ne? Also, das ist... Ich bin gerade im kompletten Rohbau. Darf ich mal ziehen? Nein. Das ist gerade... hier habe ich... ich habe mich leider verbaut. Was ist das? Moment mal, das ist doch ein TNT-Duper, oder? Ja, genau. Der imitiert für mich den Warp-Sound. Dann gleich. Okay. Genau. Ach du was machst du? Okay. Wunderbar. Also ich muss ja Antrieb gewinnen. Das heißt, ja. Ich brauche Schubenergie nach hinten. Ja. Ich bin gerade dabei, diese Schubenergie halt einfach sicher in ein Triebwerk einzubauen. Ich mache hier gerade erstmal die Technik. Danach kommt natürlich ein schönes Obsidian-Triebwerk drumherum, damit es sicher ist. Und jetzt haben wir hier natürlich den Schub, aber der geht noch in keine Richtung. Ja, genau. Genau. Und deswegen, da bin ich jetzt gerade dabei, die Richtung fertig zu machen. Also der ist jetzt tatsächlich scharf. Den sollte man nicht mehr anfassen. Ist das dein Alter? Und dann soll das wohin? Das ist ja dann, also das ist ja... Aus dem Triebwerk heraus, ganz richtig. Das fliegt ihr dann hier auf das Haus, oder? Also auf was? Der ist ja diese Toilette dann, also... Nicht zwangsläufig. Also es ist, Raketenwissenschaft ist jetzt auch nicht so exakt. Okay. Also weißt du gar nicht, wo das hingeht, sag ich mal. Nicht zur Gänze, nein. Das ist... es ist ja auch ein Random-Faktor drin, deswegen... Du siehst hier dieses Kreuz, obwohl ich das genau hier drüber gebaut habe, das TNT kann ja überall in diesem Kreuz fallen. Okay, und jetzt willst du das noch nach vorne katapultieren, ne? Genau, ich muss jetzt noch... die Richtung Energie geben. Und wie willst du das machen? Das zeige ich dir. Das dauert doch sicher noch jahrelange Forschung, oder? Es ist eine sehr lange Forschung. Es wird auch eine Feinjustierung sein. Heute werde ich einen Prototyp fertig haben. Deswegen ist es noch nichts Finales. Okay. Ich bin gespannt, LP mit Kev. Das ist ein interessantes Konzept tatsächlich. Jetzt sehe ich hier nur... Ja, wobei das... Also, was ist denn jetzt der Plan da oben? Meinst du denn, dass es von allen so abgesegnet? Es ist eigentlich... Eigentlich sollte es das Ding nicht treffen. Guck mal, wie weit das weg ist. Ja, stimmt. Du hast recht. Es ist so weit weg, das explodiert in der Luft. Ja, aber es sieht natürlich cool aus und macht Angst. Und Angst ist ein gewünschter Effekt. Macht Sinn. Achso, du willst es zweifach dupen quasi. Ja, also ja, das ist der Plan, genau. Also es gibt einmal diese Energie halt. Jetzt geht's in die Richtung. Und das Ding ist, da eine Energie ein bisschen dünn ist, gibt's das Ganze jetzt nochmal von der Seite daneben. Das heißt, die beiden Dinger sind dann quasi die Beförderung für das Projektil? Genau, die Antimaterie wird ins Triebwerk gelassen. Antimaterie, ja. Und die muss nach hinten hin beschleunigt werden. Denn wie du ja weißt, nach den Gesetzen der Quantenmechanik bewegt sich ja eigentlich nicht das Raumschiff. Hm. Es bewegt sich der Raum drumherum. Um das Raumschiff. Ja. Das macht Sinn in dem Kontext. Das stimmt schon. Und das wird dann alles wahrscheinlich mit einer Glock verbunden, nehme ich an? Also es läuft nie automatisiert. So ein Antrieb kann immer nur manuell gezündet werden. Okay. Aber wie gesagt, also die Nachbarn, die wissen das ja hier wahrscheinlich, ne? Ja, die wissen, dass ich ein Triebwerk baue, genau. Ja gut, dann haben wir ja quasi alles an Genehmigungen eingeholt, sag ich mal. Das sind ja die Einzigen, die das irgendwie interessieren sollte, oder? Ja, also ich verstehe auch nicht, was sonst relevant sein sollte. Ich finde es interessant, Kev, ja. Mein Chat übrigens auch, die sind angetan. Jetzt ist ja nur die Frage, richtet das Schaden unten an? Also, nach meinen Berechnungen, und ich, das ist eigentlich, es ist ja das Einzige, worauf man abgelassen kann. Wenn man jetzt hier quasi fliegt, dann landet man ja direkt hier drauf. Kann ja eigentlich nicht passieren, oder? Sag ich mal. Also, ich denke nicht, nein. Dann sollte es ja eigentlich klar gehen. Also, ich habe ja Berechnungen gemacht und Tests, die habe ich auch gezeigt in der Aufnahme, wie weit sowas fliegen kann. Mhm. Und eigentlich ist es ausgeschlossen. Also du garantierst mir, dass das hier nicht quasi als... Also das ist ja kein verstecktes Waffensystem oder sowas, ne? Ist ein Antrieb. Richtig. Ja, okay, definiere Waffe. Ja, so etwas, was willentlich Schaden bei wem anders anrichten würde, wäre eine Waffe dann. Das ist es nicht. Es ist halt ein Asteroidenabwehrsystem gepaart mit einem Antimaterieantrieb. Genau. Ja, dann lass doch mal hier das Triebwerk, sag ich mal, fliegen, den Hasen. Ja, ich brauche tatsächlich nur noch zwei Sachen. Dann sollte es hoffentlich klappen. Es ist alles sicher. Der perfekte Antimaterieantrieb. Ich weiß es nicht, Kev. Das ist eine TNT-Kanone. Stell dich da mal hin. Kev, für mich ist das eine TNT-Kanone. Also, ich stelle mich jetzt mal hier oben drauf, sage ich mal. Es explodiert in der Luft. Okay. Ist es genau das, was du wolltest? Ja. Das ist in der Luft explodiert. Oh!
Der kam ungünstig. Was jetzt? Mach's nochmal? Das war, muss ich auch sagen, ein ziemlicher Lucky Shot. Ich weiß nicht, ob ich den reproduzieren kann. Wie ist das jetzt gerade passiert? Das Ding ist, TNT ist random. Es fliegt mal so, mal so. Mal so, man kann es nicht beeinflussen, du sagst es. Ich glaube, wenn man das richtig timet, dann könnte man, also wenn man wollen würde, ne? Ja. Dann kann man das sicherlich, Ich find's super. Also man muss halt, also dieser Treffer, das war echt pures Glück. Das war pures Glück, ja. Da sind beide TNTs perfekt ineinander gestackt und haben das andere geboostet, was eigentlich sehr unwahrscheinlich ist. Und das will man ja auch, sag ich mal, nicht, ne? Ja, genau, das will man nicht und das passiert im Regelfall auch nicht. Ja, das... Nee, das ist sicher. Kev, das Ding ist abgenommen. Das ist sicher. Ja, das ist sicher, oder? Ich geb dir dein Gütesiegel drauf. Ach du Oh, gefährlich, wenn du hier rumfliegst. Boah, hast du gerade den Jump gesehen? Ja. Okay, jetzt brauche ich nur noch ganz viele Repeater und dann ist das ganze Ding eigentlich automatisiert. Natürlich wird das noch schön eingepackt, dass es halt auch wie ein Triebwerk aussieht. Jetzt wird's angenehm gleich. Jetzt ist nämlich extra so konzipiert, dass man sich hier schön hinstellt. Ja. Natürlich jetzt erstmal noch provisorisch und in hässlich. Ja. Um die Ergebnisse halt richtig zu protokollieren. Ja, klar. Stellst dich hier hin, kannst nach hinten gucken und zündest die Gerätschaft. Ich baue auch dann was mit, warte. Nur noch nicht drücken. Ich habe einen Redstone gemacht. Ne, das wird schön aussehen später, Cap. Das wird ein tolles Ding. Achtung, weg da. Oh mein Gott, ich verrecke. Nein, tust du nicht. Alles gut. Oh! Das ist so geil. Es schießt mal dahin, mal dahin. Das ist einfach so geil. Das ist richtig geil unberechenbar. Man muss sich dafür auch gar nicht rechtfertigen, weil man kann ja gar nicht machen. Also... Es ist nicht gezielt, weil es nicht gezielt sein kann. Kann der erste TNT-Duper, ne, nicht mehrfach getriggert werden? Nee. Wenn du den zu schnell triggerst, dann schmeißt das zurück und würde das Raumschiff zerflattern. Ah, okay. Einmal noch? Mach. Aber jetzt kannst du drücken. Ich mach's immer sicherer. Oh, das macht Papa froh. Das macht Papa froh. Ui, komm mal hier, der Flickhut. Ui. Kann sowas auch sowas hier anzünden? Also sag ich mal, dass jetzt plötzlich die Wolle brennt? Ich glaube nicht, aber ich war auch schon seit einigen Minecraft-Versionen nicht mehr dabei. Also deswegen... Pass auf, ich gehe mal kurz hier hoch, ja? Und drück mal. Und vielleicht passiert's ja, weißt du? Okay, ich gehe nach unten. Wir schauen mal ganz kurz. Vielleicht ist das ja ein explosives TNT, man weiß es ja nicht, ne? Siehst du hier quasi hier so, wie der Pfeil, dass das halt, ne? Ja, also ich verstehe dich schon. Ich glaube aber, also was die Tests jetzt besagen, der Antrieb ist schon gut. Der Antrieb ist super. Das hast du schon richtig festgestellt. Ich habe das Gefühl, diese Schubantriebskraft, wo diese zwei Antriebskörper freigelassen werden, wäre dann auch ein dritter Antriebskörper. Ja. Der könnte dazu führen, dass das Schiff in Bewegung kommt. Sehe ich. Elpe mit Kev, wir sind auf einer Wellenlänge. Kev, vielen, vielen Dank dir. Ich rede dann nochmal mit Chef Strobel, ja? Jawohl, alles klar. Nächstes Mal siehst du den richtigen Boost. Ich bin großer Fan der Forschung, sag ich mal so. Ja, das freut mich. Bis dann. Bis später. Mach's gut. Danke dir. Ciao, ciao. Moin. Schönen guten Tag. Chef Strobel, du wolltest mit mir reden. Ich habe ein neues Waffensystem gerade mit LP mit Kev entwickelt, neben meinem fliegenden Bomber von gestern. Mega geil. Gerade auch noch schnell eine TNT-Kanone entwickelt, die Patrits Toilette kaputt macht. Und du wolltest jetzt... Wir wollten ein fliegendes Schiff jetzt, ne? Hast du schon gesehen? LP mit Kev oder Patrit? Ja, das habe ich wohl gesehen. Ganz unangenehm. Ja, wird ganz unangenehm, wenn es fertig ist, sag ich mal.